Germany. Hip, hip. Hip, hip. Hip, hip. Sehr gut, Messer. 4, sagen sie. Und wie läuft das denn nachher? Ich meine, wie wollen sie denn nachher davon kommen? Bleiben Sie mal in Rufreichweite. Ich wohne hier, wieso denn davon kommen? Naja, ich drücke jetzt nicht $2000 ein, Sie stellen mir hier die 4 Geiseln hin und danach nehmen Sie Maske ab und sagen Danke, Bischof und Tschüss. Das funktioniert ja nicht. Irgendwie haben Sie noch vor, davon zu kommen, oder? Also, ich wüsste nicht, dass ich muss mein Haus verlassen. Wir leben hier. Also Sie bleiben das einfach ist, in der Höhle. Ja, das ist unsere Familienhöhle. Ihr könnt die Geiseln nehmen und euch verpissen, dann habt ihr eure Geiseln und fertig. Ich muss euch natürlich sagen, dass wenn ihr betretet unsere Höhle, da werden wir alles tun, um unser Land zu schützen. Sie verstehen schon, dass wenn sie ihre Druckmittel als Geisel abgeben, wir dann gleich da reinmarschieren und sie dann versuchen dementsprechend zu stellen. Das ist doch klar. Sie müssen nur irgendwie von ihr weg, Sir. Haben Sie sich das nicht überlegt vorher? Danke, Sir, wir haben einen Hintergrund gefunden. Ich dachte, ich kann in der Höhle bleiben. Wenn ihr habt die Geiseln, dann ihr geht einfach. Gesagt, er kommt zu mir. Ist egal. Wir brauchen jetzt darüber noch nicht diskutieren. Wir diskutieren erstmal darüber, was davor passieren muss, dass wir überhaupt kommen so weit. Ja. In der Zeit, wo sie beschaffen diese $2500, da, und dann statt 2 Handschellen machen wir 4 daraus, da, damit das preislich ein bisschen besser passt. Ja, in der Zeit, wo Sie besorgen das Geld, ich kann Ihnen mal zeigen, eine nach der anderen Geisel, das geht Ihnen gut. Was halten Sie denn davon? Ich habe meine Waffe weggesteckt, Sir. Ich halte davon viel. Wenn Sie mir die Geiseln zeigen können und ich kurz mit Ihnen sprechen kann. In Ordnung. Greenhorn, hol mal die erste Geisel. König, Sir, es gibt einen Hinterausgang. Es dauert ein bisschen, ist ein echt tiefe Höhle. Nein, er hört es nicht. Der Führer hört es nicht. Wer ist denn der Schlipsträger da hinten? Er sieht nicht aus wie ein Army-Soldat. Ich glaube, das ist ein Staatsanwalt. Was hat ein Staatsanwalt hier zu suchen? Der hat sich gedacht, er kommt gleich mit, wenn wir sie eventuell festnehmen. Keine Angst, er schießt nicht auf sie. Er gibt eine zweite Forderung. Ich möchte, dass der Staatsanwalt verschwindet von hier. Was ist denn jetzt mit Ihnen? Der ist doch nur hier, der ist doch vom Recht. Ja, und jetzt ist mir ziemlich egal, ob ist von Recht oder nicht, der hat hier nichts zu suchen. Ja, das ist... Wenn ihr mich erwischt, kann er gerne sein dabei, aber in der Zeit, wir können das Ganze abbrechen, dann bringe ich die Geiseln wieder runter und wir machen daraus eine Schießerei, wie sie das wollen. Entweder der verpisst sich jetzt hier oder nicht. Nun, Bruder, Staatsanwalt, hören Sie mich? Der Mann mit dem Schlips. Staatsanwalt? Gehen Sie mal aus dem Weg da, damit der Mann sich nicht mehr sieht da vorne. Ja, ich höre. Ja. Bewegen Sie sich mal einfach ein Stück weg. So, die erste Geisel, wer ist das da vorne? Red vor mir, Geisel. Hallo, mein Name ist Bronco Jackson. Bronco Sir. Jackson, wo wurden Sie aufgeschnappt, Sir? Wir waren in Blackwater. Bedrohen Sie diese Männer? Die sind eigentlich ganz gut zu uns gewesen, muss ich sagen, ja. Okay. Bronco Jackson, Sie haben doch in der Mine gearbeitet. Wir haben uns ja schon mal getroffen, oder? Tut mir leid, da muss ich passen. Nein, ich habe noch nicht in der Mine gearbeitet. Okay, nun gut. Danke. Haben wir noch eine Geisel, Sir? Sie kommt sofort. Einmal die nächste Geisel. Also, wer holt jetzt von Ihnen das Geld in der Zwischenzeit? Also, ich bin, glaube ich, der Einzige, der sich da sieht, der das noch holt. Wieso nicht? Wann sollen die Sheriffs die holen? Obwohl, bleiben Sie mal da vorne stehen. Ich komme mal wieder. Kano. Ich zähle 4 Leute, Kano. Anderes, wir warten bis... Wir warten bis... Hast du noch $2500 liegen? Was habe ich? Hast du da irgendwo $2500 liegen? Ja, auf der Bank in Rhodes. Kördel, bitte. Kannst du mir das Geld holen? Das bekommst du von mir wieder, ja? Ja, natürlich, kann ich machen. Ja.
Männer, ich verstehe, dass sie da reinstürmen wollen, dass sie die Männer erschießen wollen. Das will ich. Nein, wir brauchen nicht Stürme. Es gibt einen Hintereingang. Richtig. Meinen Sie nicht, dass das heißt, wir waren gerade da, wir haben da reingegangen. Wenn drei Leute nach hinten gehen und gucken, dass so viele wie möglich von denen hier vorne stehen, die vorne können wir einfach direkt ausschalten. Camillo, nehmen Sie sich drei Männer von hier, Sie gehen nach hinten und gehen da rein, verstanden? Sehr gut, Sir. Jetzt sofort. Tucker, Sie bewegen sich nach Rolls, holen schon mal 2500 Dollar. Wenn Sie sie knallen können, reiten Sie einfach weg, ja? Jawohl, Sir. Ja immer einer muss noch mit Camillo. Hallo? Entschuldigen Sie bitte, haben Sie schon die zweite Geisel geholt? Haben Sie schon das Geld geholt? Ich habe jetzt einen losgeschickt, ja. Ist das so? Ja, verspreche ich. Gut. Ihnen. Die zweite Geisel kann kommen. Ihr Name ist wie? Mit dem ich verhandle? Colonel Walter Bishop. Walter. Schönen guten Tag. Guten Tag, Sir. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Antonio Mendes und... Also mir geht es auf jeden Fall gut, aber... Kann ich Ihnen mal was ans Herz legen? Gerne, erzählen Sie mal. Warum schießt ein Idiot von Ihnen mir in den Arsch? Während ich gefesselt auf einem Pferd sitze. Können Sie mir das erklären? Ja, natürlich kann ich Ihnen das erklären. Diese Männer haben auf uns geschossen. Und ja, super. Und dann ist es ein Grund, auf die Geisel zu schießen, der auf einem Pferd gefesselt ist. Wissen Sie eigentlich, was ich da durchmachen musste? Zufälle, der Herr. Zufälle. Sie sind die Army, verdammt. Sie müssen doch wissen, wie sie schießen. Wir können uns hier streiten, aber mein Anliegen ist es, Sie zu befreien. Das ist auch Ihr Anliegen, oder? Befreien? Die Kugel hätte auch ein wenig nach links oder nach oben landen können und dann wäre es das gewesen mit der Befreiungsaktion. Sagen Sie von Glück, dass es nicht so weit gekommen ist. Verstehe. Gut, ich habe nichts mehr zu sagen. Alles klar. Dann kannst du... Geisel, geh rein. Wer schießt hier? Da schießt keiner, da ist glaube ich einer von euren... Schießt wer? Weg. Ei! Mein Gott, schieß doch nicht hinter dir! Keine Waffe in die Hand nehmen, was ist das? Hinter. Hilf mir, hallo! Fein. Ich hab noch mein Kämpfer hier, Scheiß. Florence! Wo bist du? Florence, komm hier hin. Hey. Ich glaube, wir sind befreit. Hey. Wir sind die Geiseln. Wir sind die Geiseln. Entschuldigen Sie bitte, das war mein Fehler. Ein Stückchen weiter haben wir noch mehr Geiseln. Kommen Sie mit. Irgendwo unten an einem Feuer. Ich spreche Colonel Bishop, hören Sie mich? Laufen Sie nach vorne, schnell. Ich glaube, Ihre Kollegen brauchen Hilfe. Diego, bist du da? Wo ist denn der Diego? Hier spricht Colonel Bishop. Kameraden, hören Sie mich? Wir haben Bronco erwischt. Wir haben eine Geisel erschossen. Hey.